Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Also manche Leute sind nicht besonders talentiert, Werbung zu machen. Also, ich meine, wenn ich jetzt irgendwohin auf Urlaub fahren will, dann möchte ich dort eigentlich gar keine Monster sehen. Ich bin ein bisschen ein Weicher, ich möchte weder Quallen im Wasser noch Wespen in der Luft sehen. Aber wenn man mir in einem Prospekt schon sagt, hey, dort gibt's Monster, dann sehe ich schön, dann kreuze ich eure Monster, ich gehe zum Wirten. Und vor allem, wenn man mir dann noch sagt, das sind aber nicht nur die altbekannten Monster, nein, da gibt's auch ganz neue Arten von Monstern, die dich auf ganz neue Art und Weise ausweiden können, dann würde ich fast sagen, okay, cool, ich glaube, ich bleib wirklich daheim. Aber natürlich, wenn es darum geht, sich einen Film anzuschauen, dann freue ich mich auf jeglichen Monstereinsatz und vor allem darauf, dass möglichst viele Leute auf möglichst kreative Art und Weise ausgeweidet werden. Vor allem, wenn wir uns jetzt diese Fischfroschmänner hier anschauen, wo man tatsächlich so wie bei den guten alten Raumschiff Enterprise oder Doctor Who Folgen wirklich schon auf der Coverzeichnung wunderschön deutlich erkennen kann, dass das ja eh einfach nur Männer in einem Gummianzug sind, dann freue ich mich riesig auf diesen Film. Dieser Film übrigens, Insel der neuen Monster, wurde im Jahr 1979 von keinem geringeren als dem Regisseur Sergio Martino gedreht, den wir natürlich hier in meinen Unboxings bereits in einigen Titeln gesehen haben. Er ist zum Beispiel der Regisseur von American Rickshaw, Paku, die Kampfmaschine des Todes, Fireflash, Fluss der Mörderkrokodile, Hetzjagd ohne Gnade, die Killermafia, Torso, so, die Farben der Nacht, der Killer von Wien, der Schwanz des Skorpions und einer meiner persönlichen absoluten Lieblingsfilmtitel aller Zeiten, Your Vice is a Locked Room and Only I Have the Key. Ja, bei 65 Titeln muss es ja schon quasi sein, dass man irgendwann einmal die quasi komplette Inhaltsangabe in den Titel packt. Aber wir bekommen hier mit der Insel der neuen Monster einen Film, der damals im deutschen Kino beziehungsweise als Videoauflage von UFA nur in geschnittenen Fassungen veröffentlicht wurde und erst später dann von Marketingfilm ungekürzt auf DVD veröffentlicht wurde. Das Cover-Artwork, für das ich mich hier entschieden habe, ist eines der gezeichneten Motive. Das war übrigens dann damals das alte Marketing-DVD-Cover, und wahrscheinlich auch noch ein internationales Plakat oder sowas auch noch. Genau, es ist auch auf der italienischen DVD drauf. Aber was ich extrem genial finde, es gibt nämlich dazu auch eine alternative Version von Cineploid mit dem Originaltitel, aber ich habe da die Fassung mit dem deutschen Titel. Und an der Stelle möchte ich noch einmal ein fettes Danke an Cineploid aussprechen, weil es ja für mich eben immer kritisch war, welchen Titel nehme ich mir in diesem Fall, weil ich eben persönlich jemand bin, der gerne nur Titel in seinem Regal stehen hat, die ich persönlich mag. Und eines von diesen Teilen stört mich einfach. War halt blöderweise bei der dritten Ausgabe damals das einzige Cover, das mir persönlich wirklich gefallen hat und deswegen musste ich auf den Originaltitel zurückgreifen. Aber nach dem Feedback eben bei den letzten Titeln hat sich Cineploid das wirklich zu Herzen genommen und veröffentlicht jetzt eben auch italienische Poster mit dem deutschen Titel und damit ist das für mich die perfekte Version zu diesem Film. Außerdem absolut perfekt, wie viel Mühe man sich hier bei einem Einsatz von diesem Hochglanzfinish gegeben hat. Dieser Spotlack sieht einfach perfekt aus und hebt, finde ich, diese ganzen Charaktere und Figuren so wunderschön über den Hintergrund ab. Außerdem muss man ja dazu sagen, dass bis inklusive dem Hintergrund hier alles absolut scharf, alles absolut detailliert und farbenfroh erscheint. Das ist ein wirklich, wirklich wundervoll gemachtes Mediabook, das mir persönlich schon einmal auf den ersten Blick sehr, sehr gut gefällt. Schauen wir dann einmal auf das Backcover. Auch hier haben wir die Screenshots aus dem Film, beziehungsweise die Aushangfotos oder sonst was, mit dem Partial Gloss Effekt versehen. Inhaltsangabe gibt's und dann noch ein paar knappe technische Details. Recht cool finde ich, dass auch exklusive Dokumentationen und so weiter enthalten sind und wir sehen, dass dass mein Mediabook hier die Nummer 130 hat. Wie viele es insgesamt gibt von diesem Cover C? Ah ja, Cover A ist 450 Stück. Wie viel es von dem gibt, sehe ich jetzt da gerade nicht einmal auswendig. Aber wir schauen jetzt dann einmal ins Innere. Da wartet einerseits hier noch eine Beschreibung von Luciano
Michelin. Er hat, glaube ich, auch Autoreifen erfunden. Auf der linken Seite. Und wir bekommen dann hier auch ein weiteres wirklich schönes Motiv. Es ist quasi dasselbe Artwork, nur, was ich ziemlich leibernd finde, wie offensichtlich man hier mit dem Arm und der Hand des Monsters ein bisschen was zensiert hat. Das dürfte dann so eine Art wahrscheinlich amerikanisiertes, internationales Poster sein. Im Hintergrund ein bisschen mehr Explosion und Zerstörung dafür, im Vordergrund ein bisschen weniger Boobies, dann sind auch die Amis glücklich. Aber es gibt ja von diesem Film noch einige andere wundervolle Motive. Wir haben hier beispielsweise auch mit dem, der Originaltitel Uomini Pesche, ich kann nicht wahnsinnig gut Italienisch, aber dass das quasi die menschlichen oder männlichen Fische sind, das erkenne ich schon irgendwie. Auch hier ein wirklich schönes Cover-Artwork, wobei es da ein kleines bisschen ausschaut wie ein neues Poster zu seinem Superheldenfilm à la Suicide Squad. Auch sehr, sehr schön gezeichnet und dann eben hier auch hier mit dem deutschen Titel, offensichtlich war das vielleicht auch eine Version von einem deutschen Kinoplakat, das, was eben hier gezeichnet ist. Man merkt aber, dass das hier auf dem Mediabook-Frontcover noch wesentlich frischer, wesentlich besser erhalten ist, weil die Farbbrillanz hier auf diesem Poster dann schon deutlich eingeschränkt ist. Das Ganze wirkt ein bisschen heller und greller, der Hintergrund überstrahlt extrem stark. Man sieht eben einfach, wie viel weniger das dann hier durchzeichnet ist, als auf dem eigentlichen Mediabook-Motiv. Da ist es relativ cool, das mehr oder weniger als Andenken und als historisches Dings zu haben, aber hier natürlich die bestmögliche Aufbereitung. Außerdem, ich meine, muss ich euch noch mehr zeigen? Muss ich eigentlich noch irgendein einziges Wort sagen, warum ich das geil finde? Warum ich das geil finde? Das ist doch ein absoluter Hammer! Und vor allem dieses wundervolle Innendesign, das einem eben wirklich gerade ganz, ganz großartig zeigt, wie diese billigen Masken da spazieren gehen. Es schaut ja wirklich aus wie eine Doctor Who-Folge. Also das ist echt ein absoluter Hammer, was man sich da bei Cineploid einfallen hat lassen. Wir können jetzt dann natürlich hier durch dieses Mediabook noch einmal durch. Ach du Scheiße! Ah, ich liebe es. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal ganz kurz auf die anderen Titel aus der Cineploid-Reihe schaue, dann ich fürchte fast, ich habe einen neuen Lieblingstitel aus der ganzen Reihe. Dazu dann noch hier ein paar Cover. Ach, der Herr Luciano ist der Musiker, der den Soundtrack des Films beigesteuert hat. Deswegen sehen wir da auch noch seine Cover-Artworks vom Soundtrack, beziehungsweise können dann einmal durch das Mediabook blättern. Da bekommen wir natürlich noch ein paar weitere Aushangfotos. Das ist so geil. Und ein Text, der, wenn ich das jetzt einmal richtig erwarte, wie bei einigen anderen Veröffentlichungen des Labels, wahrscheinlich auch in deutscher und englischer Sprache vorliegt. Wir finden hier nochmal unser Frontcover-Artwork mit dem Titel Screamers als amerikanisches Kinoplakatmotiv. Aber wie gesagt, auch hier sehr, sehr, sehr schön gemacht mit einem Text von Udo Rothenberg. Wir haben dann nach ein paar weiteren Szenenbildern genau, kommen wir hier auf das, das holländische Plakat oder das französische. Belgisch müsste eigentlich sein, oder? Wenn's holländisch und französisch drauf hat, mit der lustigen zensierten Version, die wir da auf dem Frontcover vom Booklet haben. Irgendwie mag ich das gerade bei dem Titel, dass einige von den gezeichneten Cover-Artworks dermaßen ähnlich sind, aber doch irgendwie recht putzig anders und dabei wir hier im Mediabook einfach alle Versionen sehen und alle Möglichkeiten haben und eben auch Cineploid so ziemlich alle Versionen irgendwie als Cover-Option anbietet, inklusive eben der für meinen Geschmack perfekten Fassung, die ich hier auf dem Frontcover habe. In diesem Sinne ein fettes Danke an Cineploid für diesen großartigen Release, der bei mir ganz, ganz sicher sich auch wahnsinnig bald den Player von innen anschauen wird.